Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir unseren Wolkenvogel gesucht und auch erfahren, wo er ist. Und zwar hier am Wasserfall, beziehungsweise hier hinter der Wasserfallhöhle, die wir hier hatten. Und wir mussten uns noch ein Schwert ausleihen in der Übungshalle, das ich aber scheinbar später wieder zurückgeben soll. Aber zumindest haben wir schon mal ein Schwert. Und wir wollen jetzt gucken, dass wir unseren Wolkenvogel befreien. Und da kommt auch schon Zelda. Ja, sie hat unseren Wolkenvogel gesucht, aber nicht gefunden. Ja, und Bardo, dieser fiese Sack, seine Kumpels haben. Was ist los, Zelda? Wollen wir ihn mal suchen? Da ist er ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Da ist er. Und ihr seht, er will da raus. Aber jetzt, wenn wir uns ihm nähern, passt auf, er wird ruhiger. Und jetzt müssen wir hier diese Dinger wegschneiden. Und er ist frei. Diese Wolkenvögel sind Schuhschnäbel nachempfunden. Ihr könnt ja mal in Google eingeben Schuhschnäbel und dann könnt ihr die Vögel sehen. Die sehen dem nämlich ziemlich ähnlich. Und da fliegt er. Was ist denn los, Zelda? Erdland. So, und jetzt müssen wir das Steuerkreuz nach unten drücken. Und da kommt er. Und ich kann euch sagen, die Steuerung von dem Vogel ist kacke. Und der Vogel ist total langsam. Von der Vogelreiterzeremonie habe ich jetzt schon Angst. Die kommt nämlich jetzt gleich. Und die dauert am längsten wahrscheinlich, weil ich am längsten brauche. Aber ich versuche mich zu konzentrieren.
werde noch mal kurz die Steuerung kalibrieren. Wartet mal eine Sekunde. Oh, gut. Komm. Gut. Und so, Leute, jetzt geht's los. Vogelreiterzeremonie. Oh mein Gott. Möchtest du speichern? Ja, auch wenn wir den Part erst begonnen haben. Bardo. Aber ein cooles Vieh. Kühe. Ja, komm. Spuck nicht so große Töne, du verlierst eh. Du möchte gern fliegender Held, du. Bardo hinter dir. Ich sage klar. Also Linky, bis gleich. Jetzt kommt der. Jetzt kommt's. Jetzt habe ich die Vogelreiterzeremonie. Mann, ich hab keinen Bock. Aber keine Sorge, die kann man nicht verlieren. Denn das ist so gescriptet. Die Vogelreiterzeremonie so gescriptet, dass nur ihr gewinnen könnt, tatsächlich. Ihr sogar müsst. Keine Sorge, ich nehme ein paar Parts mehr auf. Aber ich muss ein bisschen leiser sprechen heute, denn es ist schon spät und ich nehme schon halb 10 hier auf. Das mache ich normalerweise nie. Aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Er lässt jetzt hier gleich einen Wolkenvogel fliegen mit einer Vogelstatue, die wir kriegen müssen, um zu gewinnen. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber kann es sein, dass das Spiel in meiner Kamera hier besser aussieht als auf meinem Fernseher? Also irgendwie. Ja. Achtung, die Stelle, wo gleich kommt diese. Das, was gleich kommt, ist so geil. Das habe ich schon früher gelacht. Das
mir ganz besonders für dich, Bardo. Da musste ich immer lachen an dieser Stelle. Und los geht's. Und los geht's. Anlauf und... Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo das Vieh ist. Natürlich. Es wird wieder ein Kampf. Ah, da. Hab ich schon gefunden. Aber der Wolkenvogel ist so scheiße zu steuern. Mann, wo ist denn das Vieh jetzt? Ja, das kann dauern. Mann, wo bist du denn jetzt? Oh, oh, pass bloß auf, Link. Könnte dieser Wolkenvogel... Oh, ich hasse das. Mann, wo ist denn das Vieh? Ja, kein Wunder, ich bin auch ganz unten. Da. Gesehen und wieder verloren. Das ist natürlich jetzt sehr dämlich. Ich will auch nicht zu lang brauchen wieder, aber ich finde diesen Scheiß. Hasse die Vogelreiter-Zeromie tatsächlich. Ich finde das Vieh nicht. Da, der fliegt da, oder? Nee. Mann, wo bist du denn, du blödes Drecksvieh, ey? Mann, ich sehe den für einen Moment und dann ist der Fixer wieder weg. Mann. Also wenn ich zu lang brauche, Leute, dann schneide ich das raus, ja? Wirklich. Ich gucke jetzt, dass ich den noch kriege, wenn ich das jetzt nicht... in den nächsten 5 Minuten schaffe, dann schneide ich, okay? Und dann schneide ich euch hier wieder rein, wenn ich es geschafft habe. Weil ich möchte nicht, dass ihr mir da jetzt 20 Minuten dazu sehen müsst. Okay, Leute, wisst ihr was? Ja, vielleicht. Ist er ja.
Jetzt! Ja, toll, jetzt kommt uns Bardo in die Quere. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Dürfen wir uns nicht abdrängen lassen. Das ist natürlich jetzt dämlich. Jetzt den Vogel verloren habe. Ah, toll. Ja, da ist er wieder. Okay. Okay, Leute. Muss ich vielleicht doch nicht schneiden? Ich werde schneiden müssen. Ich werde schneiden müssen. Und das werde ich auch tun. Glaube ich. Wenn ich den jetzt nicht gleich kriege. Mann, wo bist du denn? Okay, Leute, das hat keinen Zweck. Ich werde... Ich werde schneiden und wir sehen uns, wenn ich ihn gefangen habe. So, Leute, ich habe es geschafft. Ich habe nur ein paar Minuten gebraucht, aber hiermit habe ich die Folge wieder zu mir geschafft. Oh, leg mich am Arsch. Nach 17 Minuten. Aber ich glaube, hätte ich jetzt nicht geschnitten, hätte ich noch länger gebraucht. Yes. Und die Zeremonie geht natürlich weiter. Jetzt spielt Zelda ihre Lyra. Du erhältst den Paraschal. Der von dieser. Mit diesem Schal kannst du auch sanft auf Vorsprünge. Damit kann man auch sicher landen, auch wenn du aus großer Höhe fällst. Dazu muss man einfach nur B drücken.
Na klar, doch weiß ich, was ich zu tun habe. Oh je. So, jetzt kommt wieder was Blödes. Ich muss jetzt da drauf landen, auf diesem, bei diesem kleinen Kreis da. Und zwar im freien Fall. Ich hoffe, ich schaffe das. Und fall runter. Oh je. Ja, ich lande da, wo ich landen soll, ja. Am ersten Versuch wieder. Ja, Leute. Eigentlich könnte man sagen, der Prolog ist hiermit zu Ende, aber so ganz stimmt das ja gar nicht. Denn eigentlich sind wir noch immer im Prolog von dem Spiel. Ja, Link und Zelda zu zweit auf dem Wolkenvogel. Oder sie auf ihrem und er auf seinem. Ja, aber die Zweisamkeit, die die beiden jetzt genießen, wird nicht von langer Dauer sein. Oh. Was ist das denn jetzt? Ja, Leute, das sieht nicht gut aus. Ein schwarzer Wirbelsturm. Der reißt Zelda in die Tiefe und wir kriegen einen aufs Maul. Schon wieder dieser merkwürdige Traum. Wer ist das? Wer spricht da überhaupt? Wer oder was bist du? Was zum Teufel? Was zum Das war nur ein Traum. Ich bin in meinem Zimmer. Wer spricht? Oh, der Direktor. Und oh Leute, und bei dieser Szene, die jetzt hier kommt, muss ich fast immer heulen. Erstens die Musik, zweitens Link, der irgendwie aussieht als, ja, fertig halt. Und dann noch der Direktor, Zeldas Vater, der einfach nur traurig ist, weil Zelda ja jetzt weg ist. Und es ist einfach alles nur so traurig. Ey, ich muss mir gerade ziemlich zusammenreißen, dass ich nicht...
bisschen losheulen muss. Erzählten natürlich jetzt, was los war. Oh, diese Musik, Leute, diese Musik. Ich werde da langsam traurig irgendwie gerade. Was ist das? Habt ihr es gerade auch gehört, Leute? Was merkwürdig ist, anscheinend kann nur Link das hören. Oh, wir haben wieder einen Fünfer im Schrank. Cool. Ja, Leute. Das. Ist schon ziemlich traurig, ne? Und ich würde sagen, bevor ich das Zimmer mit Link verlasse und mir herausfinden, was diese merkwürdige Stimme ist und was sie von uns will, werde ich diesen Part hier beenden. Und sorry, dass nichts Spannendes in diesem Part passiert ist, aber die Vogelreiterzeremonie, die war langatmig und hat mich einfach genervt. Und ja, aber erstmal strecken, genau. Aber ich würde sagen, ich beende den Part hier. Und im nächsten Part finden wir dann raus, wer diese merkwürdige Stimme ist. Also bis dann und ciao.